Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, hallo. Die Abgeordneten welcher Bundestagsfraktion steigen am häufigsten ins Flugzeug? Sie wissen es, da Herr Lehne es bereits verraten hat, natürlich die Abgeordneten der Grünen. Dem Bürger dagegen soll das Fliegen madig gemacht werden. Aktuell macht das Coronavirus den Flughäfen und Fluggesellschaften immer mehr zu schaffen. Der Lufthansa-Konzern plant, seine Kapazitäten um bis zu 50% zu reduzieren. Einstellungsstopps und Zwangsurlaub finden bereits statt. Flughäfen können zwar den Flugbetrieb herunterfahren, die Fixkosten laufen aber weiter. Gleichzeitig fehlen Einnahmen aus Gebühren und auch der Einzelhandel und die Gastronomie haben natürlich erhebliche Ausfälle. Die Bundesregierung hat ihr Versprechen gebrochen, die Luftverkehrssteuer zurückzunehmen. Für eine Mehrwertsteuerreduzierung bei der Bahn hätte man die Steuer halbieren können. Tatsächlich aber kommt es im April zu einer deutlichen Anhebung. Diese Wettbewerbsverzerrung wollen Sie jetzt auch noch ausbauen. Das ist absolut verantwortungslos. Wir fordern stattdessen eine sofortige und dauerhafte Aussetzung der Luftverkehrssteuer. Ihr Antrag lässt jegliche wirtschaftliche Vernunft und jegliches Verantwortungsbewusstsein für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen vermissen. Im Gegensatz zu Ihnen sprechen wir uns dafür aus, der beantragten Erweiterung der Betriebsgenehmigung am Flughafen Düsseldorf zuzustimmen. Das haben wir hier schon vorgetragen. Des Weiteren basiert der Antrag auf der Annahme, dass Deutschland das Weltklima retten könne. Frei nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt mit grüner Ideologie genesen. Im Jahre 2018 wurden weltweit 38 Millionen Starts, 4,3 Milliarden Fluggäste befördert. Der deutsche Anteil daran beträgt 2,9%, der NRW-Anteil 0,5%. Da für Europa ein eher unterdurchschnittliches Wachstum erwartet wird, tendiert der Einfluss Nordrhein-Westfalens gegen Null. Zudem gibt es mit Corsia bereits ein globales CO2-Kompensationssystem für den Luftverkehr. Das Wachstum des internationalen Luftverkehrs soll ab 2020 ja CO2-neutral sein. Luftverkehrssteuer also doch eigentlich überflüssig. Kommen wir zum Thema Fluglärm. Sie lassen völlig außer Acht, dass die beste, wirtschaftlich sinnvollste Methode der Lärmreduktion modernes Fluggerät ist. Mit jeder Flugzeuggeneration gibt es in dieser Hinsicht einen Quantensprung. Moderne Flugzeuge sind nicht nur leiser, auch der Kerosinverbrauch sinkt bekanntermaßen. Wenn Sie die CO2-Emissionen tatsächlich reduzieren wollten, wären folglich nicht Verbote oder eine Gängelung der Fluggäste angesagt. Entscheidend ist es, den Fluggesellschaften nicht die notwendigen Finanzmittel für Neuanschaffungen von Flugzeugen zu nehmen. Bei allem Verständnis für den von Fluglärm Betroffenen, haben Sie die Opfer von Straßen- und Bahnlärm vergessen? Von einer Nachtruhe von 23 bis 6 Uhr oder subventionierten Schallschutzmaßnahmen können beispielsweise die von Bahnlärm geplagten Anwohner im Rheintal nur träumen. Auch die von Ihnen geforderte Verlagerung auf die Schiene geht doch an der Realität vorbei, da es sich bei Flügen nach London, München, Amsterdam oder Paris oftmals um Umsteigeflüge handelt, die eben nicht in Konkurrenz zur Bahn stehen. Bedenken Sie auch, wie lange es dauert, Bahninfrastrukturprojekte zu realisieren. Auch hier gehören die Grünen zu den größten Bremsklötzen. Zudem haben Sie noch nicht verstanden, dass der Kunde entscheidet, wo er abfliegen möchte. Das ist der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft, zwischen Freiheit und Sozialismus. Um mit etwas Positivem zu schließen, seit gestern ist als kurzfristige Maßnahme eine temporäre Aussetzung der 80-20-Regelung bei der Slotvergabe in Brüssel beschlossen worden. Ein weiterer Schritt wäre die Übernahme der Luftsicherheitsgebühren durch das Land. Hilfe statt Schikane, das sollte nicht nur momentan die Devise sein.
Der Überweisung stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarzenbeck.